Yo, was geht ab, meine Freunde? Scheint 12 wieder am Start mit einer neuen Folge Getting Up Contest Under Pressure. Wie ihr hört, bin ich immer noch krank. Ich nehme heute am Dienstag auf, weil ich einfach so viel Bock habe, weiter zu spielen. Und deswegen nehme ich euch wieder mit auf die Reise am Montag. Übrigens, Montag haben wir. Nicht Dienstag, sondern Montag. Aber ich bin immer noch krank geschrieben. Und machen wir mal das nächste Level, und zwar Ladenfront. Und ja, Blackbook. Schauen wir mal rein ins Blackbook, ob wir neue Sachen können. Ich bezweifle es stark, aber man kann ja mal gucken. Das ist wieder gesperrt. Nee, immer noch die gleichen Sachen, lassen wir alles drin. Und fangen dann sofort an mit dem nächsten Level. Ja, let's go. Gerne. Also das letzte Level war mega cool, hat mir echt Bock auf mehr gemacht. Deswegen nehme ich auch genau jetzt das neue auf. Es war mega cool und ich bin gespannt, mehr von der Story zu erfahren. Und es kommt auch sehr gut bei euch an, das freut mich. Danke für das konstruktive Feedback, was ich bekommen habe. Und deswegen, ja. Gut, der Ladescreen ist sehr lang, merke ich gerade. Ja, aber so war das auch damals auf der PlayStation 2. Man konnte zwischendurch mal kochen gehen und im Hund Gassi gehen. Währenddessen hat das Spiel dann geladen. Es lädt immer noch. Es hat ganz schön viel zu laden anscheinend. Ich bin Karen Light. Wir haben soeben neue Informationen zu den Unruhen 24. Ecke Main erhalten. Laut dem Sprecher des Bürgermeisters hat die CCK eine Bande bewaffneter Krimineller verhaftet, die dabei waren, Satellitenschüsseln zu stehlen. Es gab keine Verletzten, aber mehrere Festen. Was? So war das doch gar nicht. Ey, du hast doch Montana-Farbe hier, oder? Ey, Mann, komm, gib mir doch mal eine. Ihr Writer seid doch alle gleich. Farben umsonst. Sag mal, Train, hat dir das noch nicht gereicht? Ist dir wohl egal, dass du gerade aufs Maul gekriegt hast? Ach was, mir geht's gut. Ich bin zu slick. Deine Jungs kriegen mich nicht klein. Slick? Das wollen wir ja mal sehen. Das war Gabes Freundin, Tina. Das wusste ich damals aber nicht. Sonst hätte ich auf gar keinen Fall versucht, sie klarzumachen. Also wer ist das? Du bist ja echt ein Toy, hä? Huh? Das ist eine lebende Legende, Mann. Das ist Futura. Echt? Futura. Tagst du mein Buch? Ich bomb Train. T-R-A-N-E. Train. Hey, sieht aus, als bin ich nach dir der Erste. Ich gebe dir einen Tipp, wie du das Buch vollkriegst. Wenn du Geschichte schreiben willst, musst du deine eigene kennen. Wenn du ein legendäres Piece siehst, dann zeig Respekt. Egal wo, ob auf der Straße oder in der U-Bahn. Mach ein Foto davon und kleb's in dein Blackbook. Das ist deine Bibel, Junge. Du sammelst ihre Pieces und lernst vielleicht was von ihnen. Danke, Fuge. Nenn mich Lenny, Mann. Also, hau rein, Train. Blackbook-Seite für Graffiti-Legende. Das U-Bahn-System. Die natürliche Heimat der Writer. Ein dunkler, gefährlicher Ort, wenn man sich nicht auskennt. Aber es ist auch der ultimative Ort, um Fame zu kriegen. So war das damals. Vor den Silberzügen. Überdecke drei der Rolltüren. Ja, ihr seht ja selbst, wie schnell das geht mit dem Text. Sehr schnell, dass ich gar nicht mitlesen kann. Und wie gesagt, das war das Coole daran, oder ist das Coole daran, dass man halt mal ein paar Legenden sehen kann, würde ich es nicht sagen, aber halt ein bisschen so über die Story lernt. Das ist echt nice gemacht. So, wo sind die denn? Da kommt einfach ein Auto, nice. Ich wollte aber zuerst zu dem hier gehen. Hier auch, mega cool. So, ich denke mal, wir müssen wieder auf die Mütze hauen, ne? Du kannst ihn ausschalten, indem du von hinten mit einer Sprühdose niederschlägst. Sehr freundlich. Ja. Der sieht mich auch gar nicht so, ne? Nächstes Mal machen wir das mal. Zack. Komm ich hier auf. Zack. Komm. Truf. Und jetzt. Was ist jetzt, doch. Kleiner? Auch mega cool, vorne steht einfach Toy drauf und er hat auch eben so einen großen Mund. Quatscht da doof rum und hinten dieses X. Aber ich spoiler nichts. Es ist zu groß, ich nehme das Kleine. Ich finde eigentlich wirklich das am geilsten. Ihr könnt mir mal schreiben, welche ihr davon am besten findet. Das ist 1, 2, 3, 4. Ich finde auf jeden Fall das erste am geilsten, auch die Farben. Und danach kommt 3. Die Kamera ist auch nice. Absolut gar nichts. Boah, der Typ hat im Aktenkoffer. Weißt du, was ich gehört habe? Die Security-Leute vom Stadion verdienen doppelt so viel. Stehen bleiben! Nein!
Ihr könnt mich nicht sehen, sagt er. Nein, 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 ihr könnt uns nicht sehen. Zack. Oh, habe ich dein Make-up verwischt, Baby? Ja, erstmal hier machen wir die kaputt. Gibt es ein paar auf die Nuss, aber ich würde gerne ein bisschen, so, dass ich beide schlagen könnte eventuell. So zum Beispiel. Genau, so. Dann kann man sich ab und zu mal beide erwischen, das ist halt clever. Bleib einfach liegen, du Spaß. Okay. Ah, der hat echt ein großes, vorlautes Mund, ne? Vor allem vorlautes Mund. Aus dem Weg. Zeit ist abgelaufen, das gibt Minuspunkte. Ja, gut. Können wir auch mal mit leben, oder? Minuspunkte, ja. Da, Zeit nicht geschafft, gut. Wir wollen ja nicht alles zu 100% durchspielen. Vorne, er schaut einfach zu. Ein iPod-Song freigeschaltet. Rooftop sollen wir machen. Machen wir gleich. Gibt's hier noch was? Ist noch den Rooftop hier? Aha, wir schauen uns erstmal da hinten um, bevor wir erstmal den Rooftop hier machen. Aber auch cool, oder? Einfach, dass wir da oben gleich malen gehen. Machen wir auf jeden Fall, oder? Was habt ihr dazu? Auf jeden Fall, das lassen wir uns nicht nehmen. Ich kann noch nicht gehen. Es sind noch so viele Plätze zum Bomben übrig. Sage ich doch. Wir gucken uns erstmal hier um. Der Trick mit den Kameras ist zu wissen, wo sie hingucken. Ja, kann man ja gar nicht sehen, so, ne? Wo die hingucken. Schafft man das jetzt? Wir machen einfach das schnell. Weil wir nicht viel Zeit haben. Mach, los, 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 los. Eigentlich brauchen die auch 3 Minuten, bis die hier sind, so, ne? Sagt man ja immer so. Los, 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 los. Es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht fertig, oh mein Gott. Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Jetzt fertig, okay. Gut, geh zu den Klettern an ihnen vorbei. Okay. Komm zurück hier! Ja, 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 komm. Da soll ich wahrscheinlich ein Foto machen. Genau, ich stelle an die Digitalkamera, drücke E, um das Kunstwerk der Graffiti-Legende zu fotografieren und in den Blackbook zu kleben. Das ist übrigens mega, mega cool, das solltet ihr auch machen. Also nicht durch die Gegend gehen und alles fotografieren. Aber so coole Sachen, zum Beispiel, also da oben, das ist krass. Ja, und wenn ihr mal was Cooles seht, könnt ihr es auch gerne fotografieren. Und vor allem davon lernen, wie die das aufgebaut haben, so. Das ist auch immer ein guter Tipp. Also immer angucken und vielleicht ein bisschen analysieren, hey, wie haben die das gemacht und warum haben die genau da dieses Addon hingesetzt, so, ja. Ich weiß nicht. Komm, ich helf dir. Ich helf dir, zack. Er ist echt sehr freundlich. Wir sind noch nicht fertig. Komm, Eintritt, dann ist vorbei. Oh, er weicht aus. Pass auf. So. Ja, ja, mitten auf die Straße stellen. Das sollt ihr bitte nicht machen. Von CES oder CES. Ich kenn's leider nicht, weiß nicht, wie das ausspricht. Aber sieht übelst fett aus, muss man mal sagen, oder? Sieht schon nice aus. Sieht schon echt gut aus. Und wo war das andere? Also ich weiß, wo das andere war. Okay. Schnell weg. Und hier war aber die Seite, ne? Genau, da. Wie machst du? Von Ghost. Mhm. Also es ist nicht den Ghost, den ihr kennt. Gibt's schon eine Legende, die Ghost ist anscheinend. Wo ich eher Most lese. Also wenn ich mich gerade verlesen habe, dann sagt mir mal Bescheid. Aber sieht eher aus wie Most da oben. Also nein, ich verlese mich ja auch. Ich habe auch am Anfang gesagt, ich kenne leider auch nicht jede Legende. Das heißt, wenn ich mal was nicht weiß, gerne ab in die Kommentare. Freue ich mich sehr drüber. Kann man hier hochklettern? Kann er, er kann das. Er macht die heftigsten Stellen hier klar. Ich muss aber gerne wechseln. Genau, ich nehme gerne das. Machen wir das mal. Unterseite der erhöhten Schienen mit 10 Pieces. Machen wir doch glatt. Aber wir müssen nicht hier 10 hinmachen, oder? Sondern allgemein. Ja, machen wir. Juckt ihn auch gar nicht, wie viel los ist so. 3. Ja, nochmal das hier. In Orange. Genau.
Ja, Orange sieht man auch nicht so gut. Man sieht aber eigentlich alle Farben nicht so gut. Wie ist es mit Schwarz? Sieht man Schwarz gut? Schwarz sieht man gleich am besten. Ja, Schwarz sieht man wirklich am besten. Dann bleiben wir auch bei Schwarz. Leider kein Grün, aber das Grün sieht man halt. Ja, es geht. Aber Schwarz sieht man auch besser. So, war mir schon fast klar. Wir machen hier natürlich wieder das Fettes hin. Und mal wieder das Grüne. Guck mal, wie knapp ihr hier steht. Ne? Das ist der Wahnsinn. Also davor habe ich echt Respekt, sowas zu machen. Finde ich richtig krass. Er kann sich auch kaum richtig festhalten. Ne? Er hat ja nur die Hand zum Sichern quasi nur da dran. Wenn es fällt, dann... ja, fällt er. Kann ich nur festhalten. Aber macht das bitte nicht zu Hause nach. Wie gesagt, Graffiti irgendwo hinmalen ist... gerade ein bisschen konzentrieren. Ist auch illegal. Deswegen, don't try this at home. Wie es so schön heißt. Nicht, dass es danach heißt, ich rufe euch dazu auf oder sowas in der Art. Schon heftig, was er da macht, ne? Das hab ich schon drüber gemacht. Das hab ich drunter gemacht. Egal, sieht auch fett aus. Das noch. Also sieht schon geil aus, muss man sagen. Also allgemein hier an diesem Spot mit dem Tech daneben. Schon schön. Beschweren kann sich da eher weniger. So, eins noch. Machen wir hier dran. Und dann probieren wir hier irgendwie runterzukommen. Geht? Ja, geht klar. Easy für ihn, kein Problem. Okay, die sind alle hinter uns. War da noch eins? Hä? Ach Quatsch, auch noch über uns irgendwo? Holy. Guck mal, wo geht das hin? Dahin. Oh, krass. Oh, was ist denn da? Seht ihr das auch? Das war... Ah, okay. Komm zurück! Wie, komm zurück? Ich laufe da nur an dir vorbei. Hast du gar nichts getan. Komm zurück. So, machen wir das Ding noch. Und danach da hinten die Eisdinger, was das sind. Elektronikladen, Elektronik-Dinger. Und wir nehmen das hier noch. Ich weiß nicht, ob wir das eben schon hatten. Da hatten wir. Er rastet aber richtig aus. Er macht nicht nur eins. Er macht sofort mehrere. Wenn das mal immer so einfach wäre mit einer Dose, oder? Wäre schon cool. Einfach mit einer Dose drüber. Schwarz. Zwei lila Töne. Alles mit einer Kanne. Wäre auf jeden Fall dann ein günstigeres Hobby. So. Beim A fehlt eigentlich noch was. Ich hoffe, das müssen wir nicht machen. Nicht nochmal zurück oder so. Das werden wir jetzt sehen. Nö. Reicht perfekt. Keine Drips bisher. Sehr gut. Nur gucken. Entweder schalten wir den sofort aus oder schleichen uns an ihm vorbei. Ich bin eher der Fan davon, ihm aufs Gesicht zu hauen, weil dann haben wir Ruhe. Weil dann kriegen wir wahrscheinlich mehr Punkte. Haben wir auch nicht einfach aufs Gesicht. Er steht schon da bewaffnet. Guck mal, was er macht. Okay, wenn du das nicht sehen willst... Dabei haben wir noch gar nichts gemacht. Also ich konnte nicht sehen, sagen wir so. Ja, komm, ich will nicht mehr fahren werden. Alles klar, alles klar. Kamera ist echt sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, das Spiel ist halt schon älter, das hat halt so ein paar Macken. Es hat auch einer in die Kommentare geschrieben, dass es leider kein Remake davon gibt. Das finde ich auch sehr schade, das wäre mega, mega cool, davon ein Remake zu machen. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr das den Leuten mal schreiben. Dass sie davon mal ein Remake machen sollen. Das gleiche Spiel nochmal in besserer Grafik neu. Acht Stück. Boah, passt das mit acht? Wird aber knapp. Ne, ich will nicht da drüber malen. Nicht hier. Nicht hier. Doch, genau da. Nehmen wir jetzt nochmal das hier. Würde ich feiern, dann natürlich auch wieder mit neuen Missionen, also nicht nur das gleiche Spiel nochmal. Aber wäre schon cool. Viele fragen auch, wo ich das her habe quasi. Es hat einer in den Kommentaren geschrieben, dass er es gekauft hat für 3 Euro.
Nice, hast auf jeden Fall Schnapper gemacht. Kannst du ja mal schreiben, wo das her ist. Und ich habe das auf Steam gekauft. Ich habe einen Link davon in die Beschreibung gepackt, damit ihr wisst, wie das Spiel heißt und so weiter und so weiter. Also Link auf jeden Fall in der Beschreibung. Ist bei Amazon für PlayStation 2. Und da das wahrscheinlich kaum einer von euch hat, einfach bei Steam nachschauen. Findet ihr da. So, 8 Stück. Sehr gut. Und hier soll man Peace drauf mal, ne? Oder? Oh, Waffen raus. Auch Volltecken. Okay. Dafür nehmen wir jetzt einfach nur das hier, oder? Mal schauen. Da, das ist einfach verschwunden. Läuft. War anscheinend die Kanne leer oder so. I don't know. Noch 4 weitere. Nehmen wir mal das hier wieder. Bisschen Abwechslung so. Hier sieht das aber auch cool aus, doch. Das doch ein bisschen dunkler ist, als wenn man das so ist sehr, sehr hellgrün. Wenn das aber zu Ende gesprüht hat, ist es sehr dunkel, das ist gut. Weil es natürlich einen höheren Kontrast zu dem Weiß hat. So, sehr gut. Dann nehmen wir das hier noch. Da hat ein kleines wieder. Das hatten wir noch nicht. Also davon gefällt mir der Style halt nicht so gut, aber die Kontraste sind cool, also die Farben. So rot-schwarz geht immer. So. Einer hat auch gefragt, also ohne ihn jetzt runter machen zu möchten, ob es okay ist, wenn man den Namen Train klaut. Absolut nicht nein. Also wirklich nicht. Irgendwelche Namen klauen sollte man nicht machen. Das ist sehr, sehr schlecht angesehen und zeigt halt nur, wie unkreativ du bist. Wie gesagt, ist nicht böse gemeint, ich sage das halt als Tipp, damit du eben diesen Fehler nicht machst. Finde einen Weg in den Schulhof und schlag die Leute auf dem Basketballplatz zusammen. Alles klar. V-A-N-R heißen die. Nur ich muss mich halt beeilen zum Vorlesen, deswegen Schiebetor zu öffnen, stehe nah dran und drücke E gedrückt, wenn du dich gewünscht richtig unterwegs. Kann ja jetzt alles sein, oder? Ja. Haben wir einen schnellen Weg gefunden? Oh, das sind noch voll viele von denen, ne? Gehen wir zuerst zu dem hier. Ja, komm. Ja, die Institution nutzen, weiß ich. Das ist ein Foto. Komm schon wieder rüber. Ja, natürlich nicht. Ja, komm, dann klappen wir zuerst den hier. Und dann machen wir das Foto. Aber sieht schon nice aus, oder? Muss man sagen. Sieht schon echt nice aus. Schon cool. Vor allem ist was schade daran ist, ist eben, dass die anderen Sachen ziemlich verblasst aussehen, im Gegensatz zu den Sachen, die wir malen. Die leuchten halt extrem krass. Nice. Von der Legende SP1. Richtig cool. Wenn man überlegt, ne, für die damaligen Zeiten war das schon so übelst krass. Heftig. Ja, vor allem früher war es halt nicht so, dass man einfach in den Store gegangen ist und sagt, ja, ich hätte gerne 17 Grüntöne, sondern da musstest du halt noch die kann, Autolack zum Beispiel, sowas in der Art nehmen. Oder Rostschutz, können wir mal die Leute sagen, die auch älter sind. Da musst du solche Kannen halt nehmen und dann hast du die genommen, die da waren quasi. Dann hast du meistens 1 bis 2 Grüntöne, wenn überhaupt so. Waffen können auf Gegner geworfen werden, dafür den Basketball an dich. Alles klar. Drück die Maus auf 2 und ziehe dann mit den Höhungstasten. Bis später. Im Ernst? Glaubst du, bist ein harter Hund? Ziel ich jetzt. Seh nichts zum Zielen. Ja, haben wir ja gut gezielt. Ich kann nicht mal in der Luft springen. Warum nicht? Komm. Steh auf. Er kann nicht mal in der Luft springen. Sieh zu, Dick. Er kann es nicht. Komm, ich helf dir. Jetzt geht doch. Ich hab schon gedacht. Komm, ich helf dir. Aber jetzt habe ich kein Blau mehr. Aber Blau bekomme ich natürlich schlagen, weil sehe ich gerade. Warum stresst du denn überhaupt noch ab? Ja, so ist es nämlich, ne? Von der Legende Cycle. Ist auch nice, oder? Auch vor allem die 5 da drin gefällt mir echt gut. Schon cool, muss man sagen. Wir malen einfach das hier mit Balls. Das ist halt auch cool. Ja. Auch noch in den gleichen Farben. Also wie eben mit dem Fat Ass quasi, macht er jetzt Balls aus. Und ich glaube, an der Zeichnung sollte jeder sehen, was mit Balls gemeint ist.
Wo ich kein Fan bin, oben rechts, das S sieht aus wie ein Pfeil am Ende. Bin ich kein Fan von, gefällt mir nicht so. Aber ich brauche da einen neuen Platz, den ich mein Zuhause nennen konnte. Die verlassene Kunstschule sollte mein Unterschlupf werden. Okay, und wie soll ich da bitte hochkommen? Finde einen Weg in die Schule. Machen wir gerne. Genau, ich wollte sagen, ich wollte es vorher aber noch übermalen. Ja, stimmt, ist mir eben auch aufgefallen. Der Dude ist ja, kann ja nicht mehr nach Hause, weil Oma Celia ihn rausgeschmissen hat und der Vater ist anscheinend verstorben. Aber Mutter hat, weiß man nicht. Ich denke mal nein, weil er dann bei seiner Oma erlebt. Also er lebt bei seiner Oma. Guck mal, oben sieht er noch ein Decoy. Ich hoffe, das spricht man so aus. Decoy-Tech. Auch mega cool. Von dem war auch der Train ganz am Anfang. Den man im Intro sehen konnte. So. Also ich wünsche mir echt so ein Spiel nochmal. Wirklich mit der neuesten Grafik und dann noch mehr Missionen und ey, das wäre so Bock. Das wäre so geil, wollte ich gerade sagen, sorry. Muss ich mich ein bisschen konzentrieren noch. Das wäre so geil, ich würde es auf jeden Fall zocken, hundertprozentig. Und ich glaube, bei euch wird es auch gut ankommen. So, das ist auch noch wieder einfach alles kloss stur. Das wäre schon nice. Vielleicht dann auch in Berlin oder sowas, na klar, New York ist, sagt man ja, Graffiti. Hochburg quasi. Aber Berlin ja auch, ne? Auch so sehen. Deswegen, eine Sekunde. Also nimmt mir nicht übel, wenn ich manchmal irgendwas quatsche, was vielleicht keinen Sinn ergibt, aber es ist schon für mich was anderes, als wenn ich irgendwas nachkommentiere, zum Beispiel bei meinen Videos oder sowas, oder währenddessen so. Aber jetzt gleich jetzt zu spielen und darauf zu achten, ist halt auch nicht gerade so einfach. Aber wie gesagt, was ich sagen wollte, ist, ich hätte Bock auf noch so ein Spiel mit neuester Grafik und ja, wäre geil. Vielleicht kommt es noch, wer weiß. So, fettes Ding auf jeden Fall. Na, muss man halt schon sagen, sieht halt schon fett aus. Aber was ich schade finde, ist, dass die alten Sachen so verblasst aussehen. Natürlich, klar, die sind wahrscheinlich schon älter, aber das sieht schon nice aus. Stimmt, ich wollte noch raus. Gut, dass ich gesehen habe. Ich wollte noch rausgehen und da ein Foto machen. Hab ich nicht gemacht. Habe ich das nicht gemacht? Ich war doch eben auf dem Weg dahin. What? Hä, doch, das habe ich ja schon gemacht. Ach, das auch noch. Ach so, von West. Die Legende West. Mit Carrie da oben sogar. Nice, das Ding. Schon. Schnöke. Kann man schon sagen. Und dieses Bild einfach, wenn man hier langkommt und man sieht die da oben. Schon cool. So, jetzt gehen wir noch da vorne. Ich werde die Sommer auch alle crossen. Cross einfach stur alles von denen, ne? Bevor der Typ auch noch gesagt hat, halte dich von der Musikschule fern. Wenn du nur von hinten mit einer Sprühdose niederschlägst. Ja, aber der kommt auf mich zu. Den kann ich nicht niederschlagen. Der sieht mich doch. Der ist auch nicht doof. Komm, wir gehen einfach drauf jetzt. Das mit Verstecken. Drauf. Zack, drauf hier. Vielleicht merkt der andere das nicht, das wäre nice. Hey. Macht er das nicht, was ich möchte? Ja gut, er will nicht diesen Schlag machen, wenn du das so möchte. Komm, wir gehen mal ein bisschen zurück. Dann kann ich auch noch niederschlagen. Komm, folg mir. Komm. So, komm, Fifi. Ja, komm. Jetzt. Du glaubst, du kannst mit uns ficken, pack aus! Jetzt macht ihr aber echt gut Schaden. Jetzt ist aber vorbei, mein Freund. Wow. Ja, endlich. Den Schlag habe ich eben die ganze Zeit versucht, aber es hat nicht funktioniert. Wirst du auch so behandeln? Komm schon, Mann, so tief bin ich nun auch wieder nicht. So, den habe ich eben die ganze Zeit gemacht und dann hat er mich die ganze Zeit geschlagen. Es ging irgendwie nicht. Oder er hat dann noch irgendwas mal geschlagen. So, wie ging das jetzt? Anschleichen, so. Und dann? E war es nicht, oder ist es E? Ne, E ist es nicht. Das war es auch nicht. Beide sind es auch nicht. Rechtsklick war es auch nicht. Gut. So war es auf jeden Fall nicht. Im Ernst? Ganz egal. Du bist ein harter Hund? Mach den Schlag doch. Los, doppelt nach vorne. Er will es nicht. Ich habe das Gefühl, in der Nähe von Wänden will er das nicht machen. Wir packen ihn nochmal. Und nochmal. Siehst du mich jetzt? Siehst du mich jetzt, ja?
bin auf nachher gespannt, weil glaubt mir, es werden jetzt, denkt ihr, okay, es sind ja immer nur die gleichen, aber es kommen nachher noch mehr Sachen und auch richtig, richtig coole Sachen. Und darauf bin ich schon gespannt. Also er ist ja quasi gerade noch Anfänger, das ist so sein Rang. Auch wenn viele schon sagen, so, ja, da sieht es aber gut aus, weil er hat die Proportionen schon gut hinbekommt für den Anfänger. Ja, aber nachher kommen richtig, richtig gute Sachen. Also das ist richtig, richtig gut. Es kommen noch bessere Sachen, sagen wir es einfach so. Weiß ja nicht, dass die Sachen hier schlecht sind. Bin ich ja eh kein Fan von irgendwie zu sagen, so, ja, das ist schlecht, so. Da kennt ihr mich auch mittlerweile. So. Hier müssen wir ein kleines machen, ich wollte aber genau das hier nehmen. Wo ich das auch nicht ganz so schön finde, so. Nur schwarz-weiß, so. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. So, also ich denke manchmal, die Aufnahmezeit bei dem Level ist es okay, weil es richtig lang ist. Aber letztes Mal war das erste halt mega klein, deswegen habe ich da nochmal zwei daraus. Deswegen, aber das müsste jetzt passen von der Zeit her. Also ich will immer gucken, dass es circa so wie jetzt ist oder mal ein bisschen länger. Aber wenn das irgendwie nur ein paar Minuten ist, so 5 Minuten, ja, dann lade ich schon 2 hoch. Das ist mein Ziel. Ziel ist halt auch montags um 14 Uhr ist das Ziel. Also es war ja eigentlich mittwochs geplant, aber ich kann es ja jetzt erzählen, jetzt haben wir ja Zeit. Mein Ziel ist es, dass montags, ich hoffe, ich will jetzt gleichzeitig stehen, ohne hier einen Drip reinzuhauen, montags um 14 Uhr ein Gameplay kommt. Mittwochs ein Video, worauf ich Bock habe. Momentan 3-4 Projekte geplant noch. Wahrscheinlich müsst ihr das erste schon gesehen haben, denke ich mal. Vorsicht, genau. Also mittwochs, worauf ich Bock habe. Freitag soll dann die neuen Stories kommen. Also ab jetzt Freitag Storytime. Leute, in den Kalender schreiben. Freitag Story. Wann weiß ich noch nicht. Ich denke mal so 15 Uhr mit Dreh. Ich schätze es mir mal. Auf jeden Fall abchecken. Und dann Sonntag Livestream. Mein Ziel ist jetzt wirklich jede Woche wieder einen Livestream zu machen. Wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall bei Twitch vorbei. Link ist auch in der Beschreibung. Ja, das ist so mein Ziel. Komm, machen wir das. Haben wir schon gemacht. Nehmen wir das hier. Das ist so mein Ziel. Das zu machen quasi. Weil ich will jetzt wieder häufiger Livestreamen, aber ich lasse mir dabei Zeit, dass das alle, die sagen so, ja, warum bist du langsam? Ach, Pech, glaub, ihr könnt gerne gehen. Ich fahre mein Tempo da und bin nun mal langsam. Wichtig ist aber, dass ich dabei Spaß habe und nicht mich hetze. Ich bin nicht auf der Flucht, so. Und wenn ich mal etwas nicht fertig kriege, bekomme ich es halt nicht fertig, ne? Ein Kollege von mir, der macht zwischendurch einfach mal 15 Minuten Pause und ist dann einfach weg. So ist es halt manchmal und ja. Habt ihr Spaß dabei, das heißt, wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Sonntag Stream. So. Genau. Irgendwas wollte ich auch noch sagen. Ja, ist, wenn man sich auf mehrere Sachen leistet, konzentrieren muss. Ist nicht ganz so einfach. So, das auch noch. Welches haben wir hier noch nicht? Wir haben alle schon. Dann nehmen wir nochmal das Lidande, ne? Genau. Genau, am Sonntag sollen auf jeden Fall Streams kommen, also ihr könnt gerne auf Twitch gehen und mal nachschauen. Genau, warum ich auf Twitch streame? Aha, genau, viele sagen, ja, stream doch aber auf YouTube und ich streame auch mittlerweile teilweise auf beiden Sachen, aber ich finde Twitch, sorry, YouTube jetzt, aber ich finde Twitch zum Streamer für geiler. Twitch ist nur für Streamer gemacht, da kann man keine Videos hochladen. Klar kann man sich im Nachhinein die Streams anschauen, als Video quasi, aber ich finde es einfach cooler, man kann auch verschiedene ja, Emojis mit reinnehmen, also so Symbole und alles drum und dran. Und es ist für Streamer einfach besser gemacht. Und die Community auf Stream ist mega, mega cool. Die Leute sind cool und deswegen habe ich mich für Twitch entschieden. Ja, das heißt, ihr könnt euch einfach die Twitch-App runterladen. Kostenlos, kostet nichts. Mega, mega cool und einfach. Und dann können wir doch dort zusammen streamen. Und glaubt mir, es lohnt sich. Twitch ist echt cool. So, jetzt müssen wir einen Weg hier reinfinden. Leider weiß ich noch, wo der so circa war. Seht ihr? Ich wusste, dass es irgendwo hier auf dieser Seite war. Oder draußen auf der Seite. Ja, also ein bisschen wusste ich halt noch. So, gehen wir mal hier hoch. Das haben wir schon auch noch crossen. Ist krass, ne? Er crossed einfach alles. Aber mit Toys. Graffiti-Plätze, die gefährlich gelegen sind, heißen Himmelsplätze und bringen dir mehr Respekt. Auch genannt Rooftops. Obwohl das jetzt nicht mehr den Rooftop ist, oder?
Ich hätte das Rooftop bezeichnet. Rooftop, wahrscheinlich Rooftop. Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben. Also ich will es so nennen. Krass, einfach ich cross es mit deren Farben. Und mal dann einfach Toys aus. In deren Style, so. Das ist schon böse, böse. So, und beim Ohr noch. Komm, komm, komm. 40 Sekunden noch. Wie immer noch nicht fertig. Geht doch. Alle Bonus-Level wurden freigeschaltet. Sehr gut. Jetzt gehen wir hier lang. Okay, müssen wir zwei lassen. Macht ihm nichts. Er kann das. Ist hier kein offenes Fenster oder so? Ja, wir müssen hier noch hoch. Aber ey, jetzt bin ich gespannt, wenn ich springe. Und er fällt zurück, ne? Oh, Schwein gehabt. Ich hätte mir vorstellen können, dass er jetzt so zurückfällt oder sowas in der Art. Jo. Genau. Also er klettert gerne Fassaden hoch. Juckt ihn einfach nicht. Aber da ist ein offenes Fenster und wir sind drin. Und ich glaube, das war es auch schon von der Mission, oder? Ja. Sieht ganz danach aus. Kunst, Konzept, Kunst, Galerie 1, Power, Knuckle, Booster. Alles klar. Level fertig. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, man das Ganze hat euch wieder Spaß gemacht. Freut euch auf die nächste Folge. Ich hab Bock drauf und wünsche euch noch einen schönen Tag. Sagt, macht's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir holen uns die Farben zurück, scheiß auf graue Welt und alles, wir erwarten nur Glück. Gemeinsam fangen wir an, was zu ändern. Macht alle mit und verändert die Welt, Mann.